Max Emre droht in seinen TikTok-Livestreams mit der Polizei, um noch mehr Zuschauer zu bekommen. Außerdem bettelt er noch dreist um Geld von seinen Zuschauern. Billys Beauty Palace hat sich vermutlich von Julienko getrennt. Orange Morange ist bereit, wie sein Freund Skurrus, einen Casino-Deal anzunehmen. Und Evanyo und Franklin haben sich nun nach dem Beef ausgesprochen und sind wieder cool miteinander. Und damit ein herzliches Willkommen zur wöchentlichen Alphalyse und starten wir direkt los mit dem ersten Thema. Unser nicht geliebter Max Emre, der übrigens jeden Content Creator eine E-Mail geschrieben hat, dass er eine Strafanzeige stellt, wenn man die Videos über ihn nicht offline nimmt, was übrigens gelogen war, macht derzeit wieder ziemlich erfolgreich TikTok-Livestreams. So sieht man ihn nämlich derzeit, wie er pausenlos betont, dass er jetzt demnächst die Polizei rufen wird, wenn man nicht aufhört, ihn zu beleidigen. Hört auf zu beleidigen oder ich Dankeschön. Ich werde jetzt die Polizei rufen. Hört auf zu beleidigen oder ich rufe die Polizei. Es wird eine Anzeige geben. Hört auf zu beleidigen oder ich werde die Polizei rufen. Hört jetzt auf zu beleidigen. Lars, ich will eine Entschuldigung. Ich will eine Entschuldigung und es gibt eine Anzeige. Das gibt eine Anzeige. Natürlich ist das hierbei wieder nur reinste Provokation. Denn wenn jemand so oft betont, dass man ihn nicht beleidigen soll, dann will er eigentlich, dass man ihn eben beleidigt. Deswegen ist dann auch die Chat-Interaktion so groß und seine Streams werden das angezeigt. Und dazu passt das ja auch noch perfekt, um dann am Ende bei dem ein oder anderen Zuschauer Mitleid zu erzeugen, damit die ihm vielleicht noch ein bisschen Geld spenden. Und da kommen wir direkt auch schon zum nächsten Punkt. Denn bei Max Emre geht es in diesen Livestreams eigentlich nur darum, dass man ihm Geld spendet. Denn ganz ehrlich, als ob ihm diese Livestream auch nur im Ansatz Spaß machen. Ich meine, der Chat beleidigt ihn die ganze Zeit. Niemand mag ihn so richtig. Und er sitzt eigentlich auch nur dauerhaft vor der Kamera und sagt immer wieder die gleiche Scheiße. Also das Ganze ist einfach pure Zeitverschwendung. Doch schauen wir einfach mal an, wie Max Emre die Leute dazu bringt, dass sie ihm noch Geld spenden. Um live zu gehen. Schickt jetzt nochmal eine Rose rein. Ich sage 9000, fast 10.000 Leuten, dass sie euch jetzt folgen sollen. Das ist eure Chance, wenn ihr gepusht werden wollt, in die Rangliste wollt, Matches machen wollt, live gehen wollt, mit euren Freunden und so weiter und so fort. TikTok bitte folgen, Serif bitte folgen. Folgt alle den Leuten, die jetzt hier Geschenke reinschicken. Und die Person, die die meisten Münzen jetzt raushaut, wird der neue Moderator. Kann die ganzen Leute, die beleidigen, wie Chef Strobel bei Trimax oder Big Mac bei Montana Black, stumm schalten, wegbannen. Über euer Name im Chat steht Fett Moderator. Das heißt, ihr bekommt automatisch viele Follower, denn wir sind jeden Tag 8 Stunden live und haben jeden Tag über 10.000 Zuschauer. Und der Gewinner wird unten fixiert und bekommt nochmal einen fetten Push. Wenn wir wissen wollen, wie wir die Dummheit überwinden können, müssen wir versuchen, ihr Wesen zu verstehen. Also Max Emre bietet den Leuten für Geld an, dass sie dann den Mod-Status bekommen, um dann Leute wegzubannen, die ihn die ganze Zeit beleidigen. Also der Typ, der muss wirklich ein wahrer Ehrenmann sein. Und was mich hierbei wirklich am meisten traurig macht, das sind diese hobbylosen Menschen, die ihm noch zuschauen. Ich meine, der macht immer das Gleiche. Er möchte, dass man ihn beleidigt, irgendwie Chat-Interaktion erzeugt und dass man ihm dann am Ende noch Geld spendet. Und das Problem ist, die Kinder, die ihm hierbei zuschauen, die checken das nicht. Die checken diesen Spaß oder die Provokation nicht, dass er das Ganze mit Absicht macht. Das tut wirklich so weh und das macht mich auch einfach nur traurig. Also eine Bitte an jeden, der Max Emre hierbei wirklich schaut, um mir dann zu berichten, wie doof er doch eigentlich ist. Geht bitte nicht in seine Streams, kommentiert dort nicht, beleidigt nicht, macht gar nichts, denn ihr verschwendet hierbei einfach nur eure Zeit. Also ihr könnt wirklich eure Zeit für sinnvollere Dinge nutzen, als Max Emre beim Stream zuzuschauen. Zum Beispiel könnt ihr mir nämlich beim Stream zuschauen und zwar auf Twitch, der Link dazu ist in der Beschreibung. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Wie die meisten von euch sicherlich schon mitbekommen haben, haben sich Bibi und Julienko offenbar getrennt. Das Ganze ging aber scheinbar von Bibi aus und nicht von Julienko, so hat man zumindest Storys wirken lassen. So schrieb sie nämlich in einem Statement, dass es ihr wieder gut geht und es ist alles immer so auf sie selbst bezogen gewesen und Julienko hat sie da außen vor gelassen. Und Julienko schrieb in einer Story, dass er nicht weiß, wann er wieder zurückkommt und ob er jetzt einfach so wieder zurückkommt und wann er irgendwelche Storybeiträge postet. Diese Aufnahme hier drehe ich übrigens jetzt zum zweiten Mal, weil das Video habe ich eigentlich am Donnerstag aufgenommen, aber jetzt ist Samstag und ich möchte aber up to date sein und ich möchte euch jetzt die richtigen Informationen bringen. Denn mittlerweile hat Julienko Folgendes auf Instagram bestätigt und ein Statement abgegeben. Ich melde mich zurück und würde sehr gerne den Spekulationen ein Ende setzen. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ja, es stimmt, Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt und ja, viel mehr kann ich und will ich gerade zum aktuellen Zeitpunkt darüber gar nicht sagen. Die Kinder stehen auf Stelle Nummer 1, auf Priorität 1, das ist keine Frage. Wir müssen einfach.
Mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Und die Vermutung besteht jetzt, dass Bibi mit ihrem Kollegen sehr viel zu tun haben soll. So wurden nämlich Bilder gepostet, wo sie sich in der Öffentlichkeit geküsst haben, sie Hand in Hand irgendwo langgelaufen sind und auch im Arm zu sehen war von diesen Typen. Da ich aber jetzt hierbei kein Promiflash bin und ich auch so Paparazzi-Scheiße unfassbar unnötig und dumm finde, blende ich euch hierbei keine Bilder ein, sucht einfach selber danach. Mir ist dann letztendlich auch absolut egal, was dann letztendlich alles passiert ist und was da jetzt noch in Zukunft passieren wird. Fakt ist, dass es schlichtweg schade ist, dass sich wieder jemand getrennt hat, bei dem man eigentlich so dachte, ey, die bleiben eine Ewigkeit zusammen. Das war ja wie so ein Dreamteam und man kann es ja letztendlich gar nicht anders als zusammen, als Team. Ich wünsche auf jeden Fall allen alles Gute und ich hoffe irgendwie nicht, dass das in irgendeiner Weise ein Promo-Move ist, wie das einige vermuten, denn dann hätten sie richtig reingeschissen. Neben Skyros, zu dem ich ja zuletzt ein Video gemacht habe, ist nun Orange Rorange auch auf den Gedanken gekommen, mit Casino anzufangen, beziehungsweise möchte er einen Deal annehmen. So sagte er nämlich in einem Stream Folgendes. Bei dieser Casino-Thematik, Jungs, da bin ich euch ehrlich, ich will niemanden verleiten, irgendwie anzufangen mit Casino und so. Da brauchen wir nicht drüber reden, das sollte eigentlich klar sein. Ich mache da niemandem was vor, Jungs. Ich bin da ganz offen und ehrlich zu euch. Ich war immer der Meinung gewesen, ich würde das nicht machen, außer es kommt irgendwie ein Angebot rein, wo ich nicht mehr Nein sagen kann. Und es gibt etwas, was so sein könnte. Ob das stattfindet, steht noch in den Sternen. Aber wenn, dann werde ich es machen. Hast du das nötig? Definitiv. Aus dem Grund, da denke ich an meine Familie so. Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Ja. Junge, der Nächste, mit dem ich manchmal Kontakt hatte und auch eigentlich relativ korrekt finde, enttäuscht mich, weil er auch hardcore käuflich ist. Also nur mal so, Orange Morange, der besitzt übrigens Uhren im Wert von 300.000 Euro. Dann hat er sich auf Madeira ein Haus gekauft, was 600.000 bis 700.000 Euro wert ist und sagt jetzt hier, dass er das Geld dringend braucht und er auch an seine Familie denkt. Bro, würdest du einfach mit Streamen durchziehen, dann würdest du ohnehin genügend Geld verdienen, um deine Familie auszusorgen und auch um dich auszusorgen. Bei der damaligen Twitch-League Liste konnte man dazu auch noch erkennen, dass er nur von Twitch in 2 Jahren über 500.000 Dollar verdient hat. Plus Placements und plus normale Donations kommen wir da locker auf einen Betrag von über 1 Million Euro und das in 2 Jahren. Ich meine, das verdienen viele Menschen in 40 Jahren nicht, was er da in 2 Jahren verdient hat. Und dass er es hierbei wirklich nötig hat, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zumal er momentan sogar eine Freundin hat, die ebenfalls wahrscheinlich sogar Millionärin ist, beziehungsweise einfach extrem viel Geld hat. Also ich denke, er sucht hierbei einfach nur Rechtfertigungen, um für seine Community einen Grund zu finden, um sich ordentlich herausreden zu können. Ich persönlich wäre über die Entscheidung, dass er ebenfalls mit Casino-Stream anfängt, unfassbar enttäuscht und ich glaube, das wäre auch extrem bitter für die ganze Twitch-Szene. Denn wenn jetzt wirklich so viele Leute auf einmal mit Casino-Stream anfangen, dann schrecken wahrscheinlich auch die nächsten, vielleicht auch kleineren Streamer nicht davon ab, ebenso Slots zu streamen. Die werden dann nämlich wahrscheinlich auch damit argumentieren, dass es ja weitere größere Streamer gibt, die das angefangen haben und man solle doch die lieber kritisieren als die kleineren und man solle auch nicht solche Nichtsgönner sein, weil das ist ja oftmals das Argument, wenn man sagt, ey, wie kannst du das nur machen, Casino-Stream? Dann wird gesagt, ja, du gönnst einfach nur nicht. Bei dem Deal würdest du auch annehmen. By the way, kurz was zu dieser Aussage hier. Ich will niemanden verleiten, irgendwie anzufangen mit Casino und so. Ja, aber dann dafür Werbung machen, oder wie? Ist ja nicht so, dass man durch Werbung immer die Leute verleitet, dass sie da anfangen sollen. Sonst würde die Werbung auch keinen Sinn machen. Also ich verstehe das wirklich nicht. Und die Argumentation ist genau die gleiche wie von Skyros. Es wird immer gesagt, ja, man soll nicht anfangen und ich möchte niemanden verleiten dazu. Aber ich meine, du machst Werbung. Also verleitest du doch automatisch dazu. Das muss dir doch klar sein. Dann soll man sich am besten gar nicht erst in irgendwelchen Streams noch rechtfertigen, sondern einfach sagen, dass man auf die Community die scheißt und das Geld an erster Stelle steht. Für die Twitch-Szene wäre das übrigens der nächste Schlag direkt in die Fresse und man kann immer weniger Streamer mittlerweile ernst nehmen, weil das ist einfach sehr schade, was da passiert. Aber wie gesagt, ich bin übrigens jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag live auf Twitch, folgt mir da gerne und dort gibt es keinen verwerflichen Content, wo Geld über der Moral steht. Vor kurzem hatte ich noch darüber berichtet, dass Evanjo und Franklin einen Beef miteinander haben. So machte nämlich Franklin ein Video über Evanjo, bei dem es aussah, als würde Evanjo ziemlich nichtsgönnerisch rüberkommen. Außerdem wurde Franklin immer wieder beleidigt, bis Evanjo dann keinen Kontakt mehr zu Franklin wollte und er hat ihm einfach auch verboten, auf seine Videos zu reagieren. Und jetzt, nach knapp einem Monat, haben sich die beiden getroffen und auch miteinander ausgetauscht. Und so wie es in dem Video aussah, ist alles wieder halbwegs in Ordnung zwischen den beiden. Und ich hoffe persönlich, dass sowas nicht nochmal vorkommt, denn weder Evanjo noch Franklin finde ich in irgendeiner Weise Kacke, ganz im Gegenteil, ich mag die beiden an sich.
Man kann diesmal sagen, dass diese Woche wieder einiges passiert ist. Schreibt mir gerne zu den jeweiligen Themen eure Meinungen in die Kommentare. Ich bin da auch immer fleißig am Lesen, am Herzen, am Mitkommentieren. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr dort auch was drunter postet. Und wenn ihr sagt, ihr feiert das Format hier, dann lasst auch gerne ein Like und auch ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Und ebenfalls würde ich mich übrigens auch über ein Follow auf Discord freuen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Dort sind wir auch relativ aktiv. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie es ist so schön. Stänkchen an Zwänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.